Ich bin Paul Kuani, ich bin 22 Jahre alt, ich komme aus Berlin und ich bin da auch schon mein Leben lang aufgewachsen. Das letzte Team, was ich hatte, war SK Gaming. Das Team habe ich gecoacht und wir hatten halt ein ziemlich gutes Resultat. Top 2 EU Masters und unter anderem war ich halt auch noch bei Teams wie Mad Lions anwesend. Gespielt habe ich zuletzt halt bei den Mysterious Monkeys bzw. bei Galatasaray. Mysterious Monkeys ist ja jetzt auch quasi bekannt als Ad Hoc. Also in Spanien war ich halt in einem Gaminghaus, was SK zu der Zeit nicht hatte. Und ich muss sagen, dass das Gaminghaus hier auch nicht schlecht ist. Also das kommt halt schon an den Standard von Mad Lions ran. Und auf mich wirkt das halt alles äußerst professionell. Also fast jeder hat sein eigenes Zimmer, seinen Freiraum und ich kann mich nicht beklagen. Also es läuft alles gut. Wenn wir nicht im Gaminghaus gerade am Spielen sind, dann sind wir meistens mit Fehleranalysen unserer Replays beschäftigt oder wir gehen auch einfach mal zusammen raus und wir chillen einfach, haben eine nette Zeit, gucken Netflix zusammen, Serien, unterhalten uns über kontroverse Themen, solche Sachen halt. Okay, wenn es um Sachen Chaos geht, würde ich mich selber schon als unordentlichsten beschreiben. Also das kann ich mir keinen abstreiten, aber ich versuche mich schon zu bessern auf jeden Fall. So, die Sache ist, bei uns geht das halt immer manchmal durch die Reihen so. Mal hat Saturnus einen schlechten Tag, mal habe ich einen schlechten Tag, mal hat Backlund einen schlechten Tag und dann wird halt jeder mal so getittet sein. Der Einzige, der nicht tittet, das ist Noxiak. Der nervt noch stark. Ich denke, den ungesündesten Schlafrhythmus haben Noxiak und Backlund. Also Noxiak ist halt so ein Kandidat, der geht immer 3 Uhr nachts ins Bett und dann schaut er sich halt auf seinem Handy immer Dokus an bis 5 Uhr oder 6 Uhr und dann schläft er halt so seine 7-8 Stunden und dann kommt halt immer so 13 Uhr raus und Backlund, der hat halt so einen similaren Schlafrhythmus, bloß dass er halt länger zockt und nicht so lange im Bett chillt und am Handy ist. Mein Lieblingschampion ist Lee Sin, weil der halt ziemlich viele Mechanics erfordert, beziehungsweise weil man ihn einfach spielen kann. Andererseits ist er auch sehr schwer zu mastern. Und da ich halt ziemlich viele Stunden in den Champion reingesteckt habe, kann ich halt schon sagen, dass ich den Champion gut spielen kann. Also mein Lieblingsmeme ist halt dieses Drake-Meme, wo auf der oberen Seite halt so No-Go sagt und dann auf der anderen Seite so Let's go.